MS Amadea, MS Amera, MS Atania, MS Albatros, MS Deutschland. Die Hochseeschiffe der Phoenix-Reisenflotte, bekannt aus den TV-Serien Das Traumschiff oder Verrückt nach Meer. Die Arbeitsbereiche sind so vielfältig wie die Schiffe und ihre Reiseziele auf der ganzen Welt. Von der Boutique über die Küche, die Hygienesteuerung, das Restaurant, die Bar, das Housekeeping, die Rezeption, der Purser-Bereich, das Hotel Inventory Controlling bis hin zum Ocean Spa-Bereich. Kommen Sie mit uns an Bord und blicken Sie hinter die Kulissen. Hier arbeiten bis zu 20, 25 unterschiedliche Nationen, 6 Religionen, und es ist ein Zusammenhalt, der ist eigentlich unbeschreiblich. I feel more family. And even we don't know each other in the beginning, we very mind open. Die Größe der Schiffe bei der Phoenix-Flotte geht her, dass man auch kleinere Häfen anläuft, die sonst andere große Schiffe nicht anlaufen, und wir dadurch einfach Häfen sehen, die sonst eigentlich fast niemand sieht. Ja, wir haben verschiedene Events hier an Bord, maritime Frühschoppen, bayerische Frühschoppen, Barbecues, Grillpartys, verschiedene Cocktails mit Canapé-Service und so weiter. Also es gibt jeden Tag was. Ich arbeite seit 10 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen, habe bei 2 anderen großen Firmen angefangen. Jetzt bin ich seit mehreren Jahren bei Sea Chefs. Mir gefällt das sehr gut, das ganze Konzept. Man kann regionale Speisen mit integrieren, man hat Einfluss auf die Menügestaltung. Wann, wo wir fahren, in welchen Regionen, gibt es dann auch Märkte, die natürlich auch in der Reisezeit geöffnet sind. Wenn wir das natürlich wissen und solche Städte anfahren, dann versuche ich natürlich so viel wie möglich auch draußen frisch dazu einzukaufen. Ich gehe jetzt Ende November nach Hause, und wenn du dann erzählen kannst, ja du, wir, Björn Freitag war da, den du sonst nur aus dem Fernsehen siehst, ach wie, was, ehrlich, ja erzähl mal. Na, also kannst du natürlich auch ein paar Storys erzählen, also das passt alles, das macht Spaß. Wortsprache hier ist Englisch. Innerhalb aller Kollegen, da wir wirklich sehr viele Nationalitäten an Bord sind. Man muss aber damit rechnen, dass wir auch ein deutsches Schiff sind. Das heißt, die Gäste sprechen Deutsch und wir erwarten, dass die Mitarbeiter auch Deutsch lernen oder können. Ich heiße Muki, ich komme aus Thailand. Ich bin hier Masterin an Bord und der Deutschunterricht hilft mir sehr. Das ist schon mal eine Herausforderung, alle diese Nationen für sich selber so zu organisieren, dass es da keine Unstimmigkeiten gibt, was auf der einen Seite manchmal ein bisschen schwierig ist, auf der anderen Seite einfach ein unheimlich tolles Gefühl ist, diese Gruppe so zusammenhalten, dass es ab einem gewissen Punkt einfach auch so wie eine zweite Familie ist. Ich sage ganz klar, der kleinste Mann ist der wichtigste. Wenn ich dreckige Teller habe, kann ich natürlich nicht schön anrichten. Und dementsprechend sind wir alle lila. Die Religion ist egal, die Nationalität ist egal. Und jeder muss halt seinen Part erfüllen. Und im Team können wir nur halt gewinnen. Wenn ich zurück auf Bord komme, das ist wie nach Hause kommen. Weil meine Crew, meine Kollegen, das ist einfach wie eine zweite Familie für mich geworden. Unsere Ankunft und wenn wir auch nach Hause fliegen, wird alles von Sea Chefs organisiert. Die Flugtickets wird einfach gebucht und wir sind bereit. Das Allerwichtigste ist ein Vertrag, der mit Sea Chefs vor Einstieg abgeschlossen wurde. Dann braucht das Crewmitglied ein Basic Safety Zertifikat, Seedienstauglichkeitszeugnis und eine Gelbfieberimpfung. Und auf jeden Fall einen gültigen Reisepass dabei haben. Seemannsbuch ist, wenn man es noch nicht hat, kein Problem, wird dann im Nachhinein organisiert. Wir leitenden Offiziere, wie man das so nennt, wenn man im mittleren und oberen Management ist, haben im Normalfall Einzelkabinen. Und das ist auf so lange Zeit, wenn man eben einfach auf so einem begrenzten Raum leben muss, wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache.
Also ich bin seit 4 Wochen hier an Bord der Phoenix-Flotte und die Mitarbeiterverträge gehen zwischen 4 und 6 Monaten und dann hat man natürlich auch 2 bis 3 Monate Pause. Allerdings hat man eine 7-Tage-Woche. Ab einer gewissen Position an Bord des Schiffes kann man sich darauf freuen, dass sowohl die Kabinenreinigung als auch das Essen kochen und auch das Wäschewaschen für einen erledigt wird. Wir können ein Internetticket hier an Bord besorgen für die Crew extra. Oder wir gehen raus, da wir sind auch öfters in Europa, da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Man kann hier alles machen, wirklich zwischen Tischtennisturniere wie Dartturniere. Da gibt es aber auch ein Koba für die Crew und da gibt es Ausflüge einmal im Monat für die Crew, wo man wirklich umsonst mitmachen kann. Die Crew freut sich am meisten immer über die Crew-Partys. Findet ungefähr immer einmal im Monat statt. Wir haben auch sehr gute Crew-Gym. Da verbringe ich auch meine Freizeit ganz gerne. Manchmal gehe ich raus laufen. Wir haben auch Crew Sundeck. One day we have our crew show. If you want to join, you can participate everything. Es ist so, dass man mehrmals im Monat Sicherheitsübungen hat. Jeder hat eine Sicherheitsaufgabe, was sehr ernst genommen wird. Das muss man wirklich im Schlaf können. Da trainieren wir auch unsere Crewmitglieder und das bleibt einfach ein Teil des Schiffslebens. Also ich als Barmanagerin, ich habe hier an Bord 45 Mitarbeiter. Wir sind für den kompletten Barservice zuständig. Ich bin dafür zuständig, dass wir genügend Getränke da haben, dass die Lagerhaltung passt, dass die Sauberkeit passt, dass die Gäste natürlich zufrieden sind. Das Schöne bei mir im Job ist, ich darf mich frei entfalten, ich darf rumprobieren, ich darf Cocktails ausprobieren, Getränke ausprobieren und wenn es dann von den Leuten angenommen wird, dann kommt das auch gerne mal auf die Barkarte mit drauf. Das ist dann ein ganz, ganz großes Lob, ganz ein großes Kompliment und das macht einen dann doch sehr, sehr stolz. Ich habe 76 Personen in der Küche. Wir kontrollieren halt die Speisen, ich mache die Menüplanung, bestelle die Ware. Ich bin seit 10 Jahren mit Seechef auf Phoenix-Schiffe unterwegs. Vor 10 Jahren habe ich als Kellner angefangen und dann habe ich mich langsam hochgearbeitet bis Maître d'. Ich bin sehr stolz auf meine Position und macht viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Die Aufgabe eines Schiffbursers sind die Freigabe des Schiffes, alle finanziellen Angelegenheiten an Bord für Crew und für Passagiere und ein Schiffburser ist auch zuständig für die Rezeption. Ich würde gerne hier Karriere auf dem Schiff machen. Ich bin jetzt Rezeptionistin, um ein Wunsch wäre, Schiffpasser zu werden. Vorteile gibt es hier am Schiff, dass Kosten und Logis gestellt werden. Man kann die Welt sehen, man kann Länder und Kulturen kennenlernen und mit Gehalt bin ich auch zufrieden. Öffnungszeit und Verkaufszeiten ist immer dann, wenn das Schiff sich auf See befindet. An Landtagen haben wir die Shops geschlossen. Das heißt, dort muss dann ab und zu umdekoriert werden oder neue Preisauszeichnungen oder es gibt neue Belieferungen. Aber es bleibt auch immer reichlich Zeit, die neuen Städte und Länder kennenzulernen, zu entdecken oder auch mal mit auf Ausflug zu gehen und den Kollegen aus der Ausflugsabteilung da behilflich zu sein. Für mich persönlich ist wichtig, dass ich eben wirklich viel von der Welt sehen kann. Am besten ist das wirklich immer bei der Weltreise, weil da kriegt man innerhalb von einem Abschnitt, den man an Bord ist, wirklich sehr, sehr viel mit und kann da auch seinen Spaß dabei haben. Jeden Tag sieht man die Welt und das ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Großartiges, was man so an Land eigentlich nicht hat. Herzlich willkommen an Bord und herzlich willkommen an Bord unserer Phoenix-Schiffe. Fernweh? Kommen Sie an Bord und lernen Sie unsere Welt und die Länder dieser Erde kennen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten erwarten Sie. Willkommen an Bord, willkommen zu Hause. Werden Sie Teil der Phoenix-Familie. Bewerben Sie sich jetzt bei Seechefs.